Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Trash-Paket für dich und zwar hat die liebe Bianca Bella Baby Beauty, ich verlinke dir unten in der Infobox ihren Instagram-Account, ein Trash-Paket mal wieder mit mir gemacht. Das ist, glaube ich, schon das dritte oder so. Wir hatten auch schon mal Tauschpakete gemacht. Eine ganz liebe. Ich habe richtig Bock drauf. Also, wenn du Bock drauf hast, mit mir zu erfahren, was sich in diesem Paket befindet, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja. Unsere Männer teilen die gleiche Obsession. Lego. Und deswegen hat sie mir da ein paar ziemlich coole Sticker drauf gemacht. Und ich weiß Bescheid, ein Sturmtruppler und C3PO und dann haben wir auch noch Yoda mit dabei. Scheiße, wie hieß der denn nochmal? Von dem habe ich jetzt gerade den Namen nicht auf dem Schirm. Wer ist das nochmal? Naja, egal. Ne? Wir sind jetzt hier nicht, um Sticker anzugucken, Claudi. Schere aufmachen. Ach so, Kaffee am Start. Sowas von. Biancas Paket schicke ich leider erst morgen los oder übermorgen, weil heute haben wir Samstag und ich wollte das eigentlich gerne morgen einpacken und zu Hermes bringen, aber das Problem ist, dass Hermes leider nicht Sonntag annimmt, also die Tankstelle, wo ich das immer hinbringe, was ich sehr merkwürdig finde, denn die Tankstelle hat ja auf. Egal. Hier haben wir das Trash-Paket und ich freue mich schon so, es aufzumachen. Ich habe mir natürlich auch ausgesucht, was ich haben möchte. Also wir haben uns halt Fotos geschickt und dann konnten wir halt gucken, ne, was nehme ich von der anderen und so. Und ja, dann entwickelt sich das immer so. So, dann schauen wir mal rein. Ich bin gespannt, ja. Und ich freue mich. Wahnsinn. Als nächstes hat sie mir reingepackt Krümelmonsters-Cookies von der Sesamstraße. Ja, wir packen uns auch immer so kleine Essensüberraschungen rein. Und ja, geil. Cookies, nom nom. Kekse, nom nom nom. Genau, so sehen die aus. Kenne ich noch gar nicht. Mhm. 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 Danke. Die gebe ich eben meinem Freund, der freut sich garantiert. Ich mir das ausgesucht. Ist ja geil. Von Garnier Fructis Locken und Glanz. Prachtvolle Locken. 5 Effekte. Schaumfestiger, prachtvolle Locken, ultra stark. I love my curls. Ja, der ist entweder, wenn ich mal meine Haare offen mache und das wollte ich mal ausprobieren, glaube ich, als ich mir den ausgesucht habe. Ich kann mich nicht dran erinnern, aber gut. oder ich gebe das an meine Freundin weiter, weil die fragen immer nach Haarprodukten. Da freuen die sich. Oh, der riecht auch wieder typisch, ne? Das riecht so geil. Du hast das alles so süß eingepackt mit so Paket, also nicht mit Paket, mit Folie außen drum zu. Mit Schmetterling, auch voll schön. Und da drin ist Zeitungspapier. Und in Zeitungspapier eingewickelt ist hier von Jovan Jovan Mask Oil Eau de Toilette Spray. Das hatte ich mir definitiv ausgesucht, ja. Und da riechen wir mal dran. Oh, das riecht wirklich nach alter Frau. Ich fahre gleich zu meiner Oma. Ich glaube, das bringe ich dir mit. Aber es riecht gut. Das riecht gut. Nach edler alter Frau, ne? Also das ist positiv bei mir, wenn ich sowas sage. Die, die mich länger kennen, wissen, dass ich das gerne mag. Aber an mir selber mag ich das nicht so gerne. Ja, ich glaube, ihr bringe ich das mit. Die wird sich garantiert freuen. Ja, ja. Ne? Das nächste Päckchen. Oh, das ist eine richtig coole Tüte mit so einem Lutscher drauf. Voll geil. Vielleicht benutze ich die wieder und packe deine Sachen darin ein. Mal gucken. Warum nicht, ne? Kann man doch bestimmt mal gut machen. Also ich verwende sowas immer wieder oder weiter, wenn das halt möglich ist, ne? Also da bin ich großer Fan von. Und dann ist hier was eingepackt in Luftpolsterfolie. Es ist so geil, dass sie mir das immer so einpackt, ne? Weil da ist es halt noch so ein kleiner Überraschungsmoment, auch wenn man sich das vorher schon ausgesucht hatte. Und hier haben wir von Sleek einen Blush in der Farbe Rose Gold 926. So sieht der aus. Der fühlt sich voll schön an. Das ist der Fingerswatch. Und dann swatchen wir den mal hier auf dem Arm. Der sieht schon mal ganz gut aus, ne? Der hat auch einen schönen Glow drin. Ja, den werde ich gerne benutzen. Danke.
Ich bin immer so froh, wenn man dann halt so Tauschpaketpartner findet oder Trash-Paketpartner, wo man halt auch wirklich, beide tun sich ja was Gutes, ne? Also man schickt sich ja immer wieder gegenseitig die Fotos zu und dann sammelt man halt immer mehr, bis es halt irgendwann wertmäßig auch auf beiden Seiten passt und dann werden die Pakete losgeschickt. Und ich finde das toll, weil so kann man dann echt Produkte tauschen und anderen eine Freude bereiten und das finde ich mega gut. Von Essence Prisma Glow Be My Highlight, eine Eyeshadow-Palette. Die ist noch komplett neu, das heißt, die wird auch demnächst mal in eine Verlosung oder so gehen. Richtig schöne Töne, um halt Inner Corner Highlights zu setzen oder um hier das Zentrum zu betonen. Mega, hat mir gut gefallen. Die hatte ich nämlich schon mal, glaube ich, in einer anderen Variante gesehen. Ja, finde ich gut. Das nächste Tütchen. Oh ja, ich weiß, was drin ist. Und zwar von Tarte High Performance Naturals Paw Cave Princess Amazonian Clay Waterproof Bronzer. Und da war ich sehr gespannt drauf. Ich meine, guckt euch mal dieses Packaging an, ne? Oh. Denn die Farbe steht bestimmt drin drauf irgendwo. Das ist so richtig. Guck dir das mal an, ne? Das sieht wunderschön aus. Richtig, richtig geil. Das ist so stoffrichtig, ne? Oh. Paw Cave Princess. Oh, der ist auch noch neu. Ach du Verrückte. Wie schön der ist, ne? Allein wegen dem Packaging muss ich den behalten. Der ist hundertprozentig neu. Ei, du Verrückte. Bianca. Der riecht ganz ohne irgendwas Großartiges, ne? Dann swatchen wir den hier mal. Der sieht gut aus. Der hat auch einen Schimmer. Finde ich super. Mega gut. Oh, geil. Danke. Oh, diese Verpackung. Wie so ein kleines Handtäschchen. Mega. Schön in Roségold. Das ist herrlich. Das ist so hochwertig. Ich bin viel zu kniepig, um mir solche Sachen zu kaufen. Dann gehe ich immer voll steil, wenn ich die in Tausch- und Trash-Paketen drin habe. Von P2, auch das ein wunderschönes Packaging, Sea-to-Face Compact Powder in der Farbe 010 Sea Breeze. Also wie unfassbar schön sieht das bitte aus. Es sieht aus wie so, wie ein nasser Spiegel, ne? Oh, voll schön. Hier haben wir das Puder mit dem Spiegel auch mit drin. Ich meine, es ist ein Puder, ne? Da ist jetzt nichts Aufregendes zu holen, aber es fühlt sich gut an. Huch, es ist sehr schön hell, das gefällt mir. Gepresstes Puder. Ja, Claudia swatcht ein Puder. Kann man machen. Ja, passt. Ist hier neben dem Bronzer. Ich bin so ein Verpackungsopfer. Pinsel habe ich mir auch ein paar ausgesucht. Ich glaube, du hast mir mal wieder mehr reingelegt, als ich mir ausgesucht habe. Da haben wir hier von Evelyn haben wir einen Pinsel, der in einer ziemlich witzigen Verpackung drin ist. Wie kriege ich das denn ab? Der hat so ein bisschen was von dem Real Techniques Blush Pinsel. Von Essence ist das wahrscheinlich aus so einer Herbst-LE, so ein abgeschrägter Blushpinsel. Dann habe ich hier noch einen Blushpinsel, glaube ich, Strobing Brush, achso, Highlighterpinsel dann wahrscheinlich eher. Von Essence, auch wahrscheinlich aus einer Limited Edition. Das ist irgendwie ein Pinsel, da steht nicht drauf, woher der ist, da steht jetzt keine Marke drauf, der fühlt sich aber ganz schön an. Das ist ein Synthetik-Haarpinsel, kannst du für Puder oder alles Mögliche verwenden und der Stil ist auch schön, ne? Und dann habe ich noch einen Eyeblender-Pinsel von Essence. Auch aus so einer schönen Limited Edition mit Spitzenmuster drauf. Wundervoll. Nachschub. Das nächste Tütchen. Da habe ich von BB die 2-in-1 Aqua Gel und Maske. Das ist so ein Pöttchen. Das ist noch komplett zu, ey. Riecht nach nichts hier raus. Hier habe ich auch noch ein Tütchen. Und darin befindet sich von Nivea das Glow Magic Mousse. Ein Reinigungsschaum, reinigt gründlich und spendet Feuchtigkeit für trockene und sensible Haut. Das wollte ich auf jeden Fall mal austesten für unter der Dusche, weil ich unter der Dusche gerne solche Produkte verwende. Und vor dem Duschen dann halt so einen Augen-Make-up-Entferner oder so, dass ich mit Öl quasi schon mal das Härteste runternehme und dann mit solchen Produkten mein Gesicht unter der Dusche reinige. Riecht aber gut nach Nivea, nach diesen Reinigungstüchern einfach. Danach riecht das quasi. Ja, voll gut. Jo, dann haben wir noch ein Tütchen. Darauf bin ich sehr gespannt. Faraway Rebel von Avon. Das ist ein Parfüm und ich fand den Flakon schon auf dem Foto, was sie mir geschickt hat, unfassbar schön.
Und der riecht genauso, wie ich es liebe. Blumig, fruchtig, aber mehr ins Blumige, leicht orientalisch und der ist ganz, ganz klasse. Das ist ein ganz, ganz toller Duft. Wow. Ja. Oh, danke. Ein schöner Abend, Becky-Duft. Noch ein Lütchen. Da haben wir The Ritual of Yalda. Das Foaming und Schauergel mit Watermelon und Pomegranate. Ja, Wassermelone und ich, wir sind ganz großartige Freunde. Deswegen musste ich das nehmen, als ich das gesehen habe. Das riecht echt fantastisch. Und das war auch im Rituals Adventskalender. Ich glaube, ich habe auch noch eins davon. Ich liebe es. Das ist ein Gel, was da rauskommt aus diesem Spender. Und dann wird das richtig schön zu Schaum. Und dann machst du dir das auf die Haut. Und das ist so ein schönes Erlebnis. Ich liebe das. Ich liebe es, unter der Dusche zu stehen und einfach meinen Spa-Moment zu haben. Das zelebriere ich auch. Nein, ich dusche nicht eine halbe Stunde. Bei mir geht das relativ zackig tatsächlich. Aber ne? Mit solchen Düften kriegt man den Spa-Moment dann auf jeden Fall. Und deswegen, mega geil. Mega. Und dann hat sie mir noch die Neutrogena Skin Detox 2-in-1 Reinigung und Maske-Tube mit reingelegt. Mit Glykolsäure und Tonerde gegen 100% aller Schadstoffe und tägliche Umweltbelastung klärt und reinigt die Haut tiefenwirksam für einen strahlenden Teint. Ja. Das fand ich auch extrem interessant, ob das halt als Reinigungsgel unter der Dusche verwendet wird oder halt als Maske, wenn man das länger drauf lässt. Hier steht auch das, oh guck mal, das ist nur eine Minute. Als Reinigung auf dem feuchten Gesicht einmassieren, dabei die Augenpartie aussparen, anschließend gründlich mit Wasser abwaschen. Oder als Maske gleichmäßig auf dem Gesicht auftragen, dabei die Augenpartie aussparen, nach einer Minute Einwirkzeit gründlich mit Wasser abwaschen. Mega geil, das ist toll. Dann behalte ich das. Und gib das an meine Mädels. Muss ja nicht bunkern hier. Richtig, richtig cool. Richtig toll. Ja, das riecht auch schön. Oh, guck mal, das sieht auch aus wie eine Maske, ne? Wie so eine schöne Detox-Tonerde-Maske. Mega. Huch, oh nein. Oh nein, oh nein. Ja, das ist cool. Oh, danke, Bianca, dass du so schöne Sachen tauscht. Tausch oder Trash? Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Hier haben wir ein Tütchen, was ich voll cool finde mit Herzchen. Und hier hast du einen Schmetterling drauf. Von L'Oréal Nuance Rouge, Puder Wangenrouge. In der Farbe 101 mit Spiegel. Und das ist noch komplett zu. In der, ja, Bois de Rose heißt das. Das ist ja niedlich, ne? Da hast du hier das Rouge und hier hast du noch so ein Pinselchen. Solche Pinsel benutze ich meistens nicht, aber die kannst du, wenn du es mal mitnehmen möchtest, so viel unterwegs, kannst du die eigentlich ganz gut nehmen. Und dann noch ein Spiegelchen. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Hat ein bisschen was von dem Melon Dollar Blush, oder? Der ist sehr, sehr leicht. Sehr, sehr leicht. Also für den Alltag wohl eher geeignet. Da muss ich mal gucken, ob das was für mich ist oder ob er mir wirklich zu leicht ist. Mensch, 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 das ist echt immer so ein bisschen wie, also man lässt sich ja überraschen auch irgendwie, ne? Was ist im nächsten Päckchen drin? Oh ja, von Rival de Lubiang, Little Paradise Illuminating Powder und das ist entweder für Full Face in der Farbe Glowing Butterfly ist das das Produkt. Schimmereffekt für Gesicht und Dekolleté, das kannst du entweder wirklich tatsächlich komplett über dein Gesicht machen oder als Highlighter setzen und das hat so einen marmorierten, ja, Effekt drin. Sehr, sehr viel Produkt. 12 Gramm ist das. So sieht es aus. Das ist schon krass. Aber da sind sehr, sehr grobe Glitzerpartikel drin. Und hier haben wir den Swatch. Sieht man nicht so sehr, muss ich gestehen, ne? Vielleicht, wenn ich es weiter weghalte. Nein. Ja, aber ich sehe es hier. Ist halt nicht bunt. Und das finde ich sehr gut. Ich hatte befürchtet, dass es nämlich zu bunt wird. Ich mag nicht gerne bunte Highlighter, muss ich gestehen. Aber den finde ich voll schön. Der wird getestet. Der sieht gut aus. Was ich ihr geschickt habe, siehst du übrigens auf ihrem Instagram-Account. Da kannst du auch gerne mal vorbeischauen. Verlinke ich dir, wie gesagt, eben, ne? Unten in der Infobox. Catrice Caviar Gouache Baby. Limited Edition Caviar Gouache Quattro Eyeshadow Palette in der Farbe 1001 Iris Sauvage. Das ist mit Samt hier vorne drauf. Jedenfalls fühlt es sich Samten an, ne? Und das ist ein wirklich schönes Quattro und da kannst du einen sehr simplen Look, so wie heute zum Beispiel, das sind auch nicht viele Töne, die ich drauf habe und alles wirklich Nude-Looks, Nude-Farben. Das Video davon kommt jetzt wahrscheinlich bald online. Genau.
kann sie hiermit genauso machen. Voll gut. Nur, dass das hier Schimmertöne, matte Töne sind und ich nur Schimmertöne auf dem Auge habe. Danke. Und da ist das Packaging wieder so schön, ne? Uno. Weiteres Moped. Da habe ich mir ausgesucht, habe ich mir die echt ausgesucht, cool, von Rival de Loup Hydro 3-in-1 milde Reinigungstücher, die bekommen meine Mädels, weil ich ja selber solche Tücher nicht unbedingt benutze. Ich habe mittlerweile so viele Backups da kann ich mich gar nicht vorretten. Und von Lavera das Hydro Effect Serum, intensive Feuchtigkeit und Schutz vor Umwelteinflüssen, Anti-Pollution Komplex, jo, das habe ich mir auch ausgesucht für Familie und Verwandtschaft und so weiter. Alles gut, er hat überlebt. Mist, ey. Was mache ich denn hier? Claudia. Noch ein bisschen. Ein bisschen vor allem, ne? Für Sammy. Okay, er wird sich freuen. Da haben wir einmal von dein bestes saftige Fleischwürstchen. Oh ja, viermal reich an Rind und viermal reich an Geflügel. Der junge Mann wird im siebten Himmel schweben. Mini-Wurstmix mit Salami, Schinken und Leberwurst mit 80% Fleisch, auch von DM dein Bestes. Das sind so kleine Belohnungsleckerlis, wenn man mit ihm trainiert, auch echt geil. Und das hier sind 7 Zahnpflegesticks zur Reduzierung von Plaque, zur Unterstützung der Mundhygiene. Sehr cool, danke. Da freut sich der kleine Mann. Hier ist einfach eine Karte. Warum so weit unten? Steht mein Name drauf, ich darf sie lesen. Oh, die ist ja schön. Gemusterte Karte. Von Kaktus steht hinten drauf. Das ist ja cool. Mit Blinkies und richtig schön natürlich und richtig hochwertig. Das gefällt mir. Hallo liebe Claudia. Ich freue mich sehr, dass es mit einem weiteren Trash-Tauschpaket geklappt hat. Ich hoffe inständig, dass die Sachen heile bei dir ankommen. Ja, bislang kann ich mich nicht beschweren. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Auspacken. Du lieber Sonnenschein, bis bald und fühl dich umarmt. Deine Bianca. Danke liebe Bianca. Bin ich schon fast fertig und hab's noch nicht gelesen. Ja. Das nächste Päckchen. Da haben wir drin Fuß- und Schuhdeo. Sehr gut, benutze ich jetzt gerade im Sommer sehr häufig. Von Barfuß mit Lemongrass und Zitronenmelisse. 24 Stunden Deo-Schutz, stoppt Gerüche ohne Spuren, wirkt antimikrobiell und erfrischend. Das finde ich super, das sprühe ich halt, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und den ganzen Tag in meinen Schuhen war, in meine Schuhe rein. Und dann stehen die erstmal noch ein bisschen an der frischen Luft. Und dann kommen sie irgendwann in den Schrank oder werden am nächsten Tag wieder getragen. Ja, riecht sehr limonig, das riecht ganz gut. Das gefällt mir. Ich habe jetzt aktuell eins von Scholl in Anwendung, das steht nämlich genau da. Weil hier auch meistens dann meine Schuhe stehen. Ja, das ist hier wirklich mittlerweile eine Rumpelkammer, ich muss hier echt mal aufräumen. Von Neutrogena das Hydro Boost Aqua Gel für normale und Mischhaut. Und ja, das ist eine Gesichtscreme, die man halt echt gut verwenden kann. Die spendet Feuchtigkeit und die ist toll. Habe ich schon von vielen gehört, dass sie richtig gut sein soll. Muss ich gucken. Ich hatte jetzt letztens auch eine von Neutrogena, die Cellular Boost. Die fand ich richtig gut. Die hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt habe ich hier das Aqua Gel. Und da wollte ich mal gucken, ob ich die selber verwende oder weitergebe. Aber es ist einfach genau das, was ich brauche, ne? Also es ist einfach quasi meine Lieblingsfeuchtigkeitsmaske als Creme. Das ist eigentlich mega passend für mich. Mal gucken. Das letzte Päckchen. Und ihr Lieben, was sollte es anders sein als Masken? Da habe ich einmal von Balea die Avocado- und Honigtuchmaske. Die habe ich jetzt tatsächlich zweimal. Wurde mir schon sehr ans Herz gelegt. Von Pretty Animals habe ich mir ein paar ausgesucht, weil die mir letztens auch so gut gefallen haben, jedenfalls von der Optik. Das ist einmal der Elch. Der Pinguin, das Rentier und der Eisbär. Ja, ne? Folgt mir auf Instagram, dann werdet ihr auch sehen, dass ich die Masken auf dem Gesicht trage und wie das so aussieht. Manche erschrecken sich manchmal, aber ich habe halt Spaß in meinem Leben. So, und dann habe ich mir von Garnier Skin Active diese zwei hübschen ausgesucht. Das ist einmal eine schwarze Tuchmaske mit Bambuskohle und noch eine mit Bambuskohle. Warte, wo ist der Unterschied? Für vergrößerte Poren und das andere ist für glänzende Haut. So. Ja, das war's. Ich fand's super. Wenn, wie gesagt, wenn ihr sehen wolltet, was ich ihr geschickt habe, beziehungsweise jetzt morgen schicken werde, dann schaut gerne bei ihr auf Instagram vorbei. Ich verlinke euch ihren Kanal unten in der Infobox. Eine ganz, ganz liebe. Vielen, vielen Dank, liebe Bianca. Es hat mal wieder richtig viel Spaß gemacht. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen Trash sammeln und dann machen wir wieder ein Paket, ja? Voll gut. Ich würde mich freuen.
Ja, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach, ganz gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben meine Playlist zu den ganzen Tauschpaketen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!